Hallo ihr Lieben, es gibt heute nur ein kleines Update von mir. Ich schaffe es leider nicht, an diesem Wochenende für euch einen Podcast aufzunehmen. Dafür war einfach zu viel Leben diese Woche. Ich bin überhaupt immer noch nicht fertig. Ich habe hier noch nichts verräumt, die Pakete noch nicht restlos und ich sehe jetzt schon, dass ich es nicht schaffe, auch nicht körperlich. Ja, so gut geht's mir gerade nicht. Ich habe mich auch noch von der Katze beißen lassen und wer das von euch schon mal hatte, der weiß sicherlich, oh, das tut ganz schön weh. Habe ich auch unterschätzt. Habe das aber mittlerweile kontrollieren lassen. Ich habe alles richtig gemacht und das sollte sich auch innerhalb von den nächsten Tagen wieder rapide bessern. Ja, ein kurzes Update schicke ich euch. Und zwar war doch letzte Woche Dienstag Valentin und ich hatte mir vorgenommen, euch auf jeden Fall das kommende Wochenende versandkostenfrei das ganze Wochenende zu gestalten. Das heißt, gleich um 20 Uhr, Freitag haben wir heute, um 20 Uhr startet der versandkostenfreie. Bis Montagabend ist der soweit. Für euch so eingerichtet. Leider müsst ihr im Bestellformular hinten beim Code reinschreiben Valentin, aber ihr schafft das schon. Und wer es nicht schaffen sollte, ich gucke ein bisschen mit drüber, habt keine Angst, das schaffen wir schon zusammen. Ja, eine Woche verschiebe ich den Podcast. Ich denke dann, bis dahin schaffe ich das dann wieder. Und es wird gerade so furchtbar schön dunkel draußen. Ich werde mir jetzt gleich nochmal einen Tee kochen und mich auf die Couch verziehen. Die ersten Strickpodcasts, auf die ich mich freitags ja immer freue, sind schon da. Oder ich höre mein neues Hörbuch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es euch auch gemütlich und sage Tschüss bis in einer Woche. Nächste Woche Sonntag, versprochen, gibt es wieder einen neuen Podcast von mir. Ich habe gefärbt. Es sind erste Sets im Shop. Der Elton als Pullover lässt mich auch nicht ganz locker. Wobei ich noch überlege, sollte ich mir nicht lieber den Elton dann jetzt mal als Strickjacke stricken? Schon alleine wegen meinen Hitzewallungen. Ich weiß es noch nicht. Ich überrasche euch vielleicht nächste Woche, was dabei rausgekommen ist. Aber erste Sets sind schon dafür im Shop. Ich hatte mir die Anleitung gekauft. Ich finde die ein bisschen tricky, weil die mit extrem viel Positive Ease gestrickt wird und man sich das wirklich genau überlegen muss, wie viel Wolle brauche ich eigentlich. Also war jetzt für mich auch ganz spannend. Ich bin mich da gerade am Einfuchsen. Ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Schauen wir mal. Und den Rest besprechen wir dann vielleicht nächste Woche Sonntag. Und ich schaue mal, was ich bis dahin noch gewerkelt kriege. Aber erste Sets mit Bambus und Seide, kann ich schon verraten, sind im Shop. Und mir gefallen sie natürlich alle. Ich habe mir auch was dabei gedacht. So, ciao, bis in einer Woche, sagt eure Caro. Und jetzt ran ans Wochenende. Das will gerockt werden. Tschüss.